Ja, Leute, willkommen zurück zu The Elder Scrolls 5 Skyrim. Wir haben beim letzten Mal sowohl die Skiva-Plage aufgehalten oder beendet, als auch das Met von Sabjorn vergiftet. Den Met, Verzeihung. Und jetzt reden wir mit ihm und sagen ihm, dass zumindest die Plage vorbei ist. Ist noch irgendetwas unklar? Nein, alles erledigt. Das wird auch Zeit. Ich musste den Hauptmann bis zum Abschluss eurer Arbeit hinhalten. Ein Ausbeuter und ein unsympathischer Typ, ey. Was ist mit meiner Bezahlung, Mann? Sonst gibt's einen Pfeil in den Kopf. Oder ins Knie, das überlege ich mir noch. Ihr müsst einfach warten, bis der Hauptmann fertig ist. Ihr könnt hierbleiben, wenn ihr wollt. Nimm an der Verkostung teil. Ja, never ever. Ich koste doch nicht das Zeug, was ich gerade selber vergiftet habe. Nimm mal los. Hier, pass auf. Nun, Sabjorn, jetzt, da ihr euch um euer kleines Ungezieferproblem gekümmert habt, könntet ihr mir ja einen Schluck Met gönnen. Echt mal? Bedient euch, Herr. Das ist mein bisher bestes Werk. Ich nenne es Honigbräu und ich glaube, es wird eurem Gaumen schmeicheln. Ach kommt, das ist Met. Kein Wein, den man in Schlückchen trinken und genießen muss. Genau, Rinnenkopf. Hopp, hopp, Rinnenkorb. Nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken, jawoll. Bei den Acht, was ist da drin? Ich weiß nicht. Was ist los? Ihr habt mir versichert, dass dieser Ort sauber ist. Ich werde dafür sorgen, dass ihr den Rest eurer Tage in Ketten bringt. Nein, bitte. Das verstehe ich nicht. Ruhe, Idiot. Ich hätte es besser wissen müssen, als diesem Ort zu vertrauen, nachdem er mit Unrat übersät wurde. Ich bitte euch, es ist nicht das, was es zu sein scheint. Ach nein? Okay, mit ihm reden kann ich nicht. Ihr übernehmt hier das Kommando, bis ich das alles erledigt habe. Das mache ich gern. Und ihr kommt mit mir nach Drachenfeste. Wir werden sehen, wie schnell euer Gedächtnis im Gefängnis der Stadt wiederkehrt. Jetzt bewegt euch. Ich kann euch versichern, dass es sich hierbei nur um ein Missverständnis handelt. Bewegung, sage ich. Lebt wohl, Sabjorn. Ja, hopp, Sabjorn. Tschüss, du alter Arsch. So, und schon ist die Honigbräu-Brauerei in Diebeshand. So, mal los, erzähl mal. Ich glaube, das hätte nicht besser laufen können. Hm. Braucht ihr noch etwas, bevor ihr nach Rifthorn zurückkehrt? Ich muss mir Sabjorns Bücher ansehen. Dann will Maven also Sabjorns stillen Partner finden, was? Hm. Ihr könnt euch gerne in Sabjorns Büro ein wenig umsehen. Die meisten seiner Papiere hebt er an seinem Schreibtisch auf. Hier, das dürfte helfen. Kommodenschlüssel, top. Was habt ihr mit diesem Ort vor? Ich wandle alles so bald wie möglich in die Schwarzdorn-Brauerei West um. Das war Mavens Teil der Abmachung. Sie hat mich damit beauftragt, den Met am Fließen zu halten, also werde ich genau das tun. Wenn ihr in der Gegend seid und jemals einen Hehler braucht, lasst es mich wissen. Okay, ihr habt nie den Verrückten erwähnt, der in den Tunnel haust. Dieser hat doch niemand erwähnt. Ich dachte, es wäre besser, bei unserem vorherigen Gespräch ein paar Details auszulassen. Ah, ja. Ich wollte nicht riskieren, dass ihr den Auftrag ausschlagt. Außerdem habt ihr Maven einen Gefallen getan, indem ihr ihn beseitigt habt. Und mir habt ihr Geld gespart, weil ich nun nicht mehr eigens jemanden dafür anheuern muss. Denkt daran, bei Maven ein gutes Wort für mich einzulegen. Ja, ich probier's. Ich bin sowieso mal gespannt, ob Maven die Abmachung einhalten wird, weil schließlich ist sie... Naja, keine Person, der ich glauben würde, sage ich mal. Hier oben waren nämlich die Bücher. Hier haben wir nämlich schon einmal, glaube ich, Bücher gefälscht und waren so schlecht, dass wir erwischt wurden. Und ich weiß gar nicht, ob wir im Gefängnis waren oder ob ich überredet habe oder bezahlt habe oder irgendwas. Ich weiß es nicht mehr genau. So, Kommode. War ich hier schon? Schuldschein.
Kehre zu Maven Schwarzdorn zurück. Vorher will ich mir aber den Schuldschein angucken. Wenn Maven das nicht passt, sollte es mir sagen, dann gibt's Haue. Schuldschein. Lesen. Sabjorn, in der beigelegten Kiste findet ihr die Abschlusszahlung. Wie bereits besprochen, sollte die Honigbräubrauerei ab sofort mit voller Kapazität Met produzieren. Was eure Befürchtungen wegen etwaiger Störungen Maven Schwarzdorns betrifft, so kann ich euch versichern, dass ich alles in meiner Macht Stehende tun werde, um uns ihre Handlanger vom Leib zu halten. Dies ist der Beginn einer langen und erfolgreichen Zukunft für uns beide. Aber das ist doch kein Schuldschein. Das ist eher... Schreiben zum Start eines Unternehmens oder in dem Fall zum Start der Brauerei. Geronimo! Tschüss, Malus. Wir tigern los und reisen zurück nach Riften. Ladebildschirm. Schwupp. Und direkt zurück nach Riften. Zur Diebesgilde, da stand ja Maven das letzte Mal. Wenn sie ihre Position nicht geändert hat, dann steht sie da immer noch. Das ist immer ein bisschen anstrengend mit den Ladebildschirmen, muss ich ja mal sagen. Ich könnte die Zeit nutzen. Nee, natürlich nicht. Maven, ich hab da was. Ich hoffe, ihr habt gute Nachrichten für Na, mich. Aber hallo. Das sagt mir nicht viel. Das Einzige, was Sabjorns Partner identifizieren könnte, ist dieses seltsame kleine Symbol. Ja, ich habe dieses Symbol schon mal gesehen. Wo denn? Nun... Für wen dieses geheimnisvolle Zeichen auch steht. Der Betreffende wird es noch bereuen, dass er sich auf einen Krieg mit mir eingelassen hat. Diese Information solltet ihr unverzüglich der Diebesgilde überbringen. Kommen wir zur Bezahlung. Ja. Yeah. Ich glaube, dies werdet ihr für eure Dienste für mehr als angemessen halten. Vulkanglasschwert der Unbeweglichkeit. Na, wenn das mal keine Lähmung drauf hat. Ich glaube, wir sind fertig. Aha. Glaubst du? Kann das Ziel für 4 Sekunden lähmen? Ist schon mal cool, wenn man den Lähmungszauber noch nicht auf einer anderen Waffe hat und einhändig unterwegs ist. Das ist bestimmt cool. Aber die Belohnung variiert ja auch, so wie jede andere Belohnung auch. Deswegen kann man hier, glaube ich, alles Mögliche bekommen. Wir hätten auch einen Bogen bekommen können. Haben wir aber nicht. Ich soll die Nachricht aber schon der Diebesgilde. Kann ich euch irgendwie helfen überbringen. Oder wollt ihr einfach. Brynjolf. Reden. Ah ja, okay. Ja. Ich krieg's nicht mehr auf die Kette. Brynjolf, juhu. Hallöchen. Man erzählt sich, dass der arme Sabjorn in Weißlauf im Gefängnis sitzt. Was für ein Pech aber auch. Ja, bittere Geschichte. Dennoch sehr vorteilhaft für Maven. Genau. Nun versteht ihr langsam, wie unser System funktioniert. Laut Maven habt ihr dort noch etwas anderes entdeckt. Ist es für die Gilde von Bedeutung? Dasselbe Symbol wie bei Goldenglanz war im Spiel. Ach so, okay. Dann kann es kein Zufall sein. Erst Aringot und nun Sabjorn. Jemand versucht uns auszuschalten, indem er einen Keil zwischen Maven und die Gilde treibt. Können wir irgendetwas tun? Mercer glaubt, diesen neuen Dorn in unserem Auge identifizieren zu können. Er will sich sofort mit euch treffen. Jawohl. Ich an eurer Stelle würde mich beeilen. Jawohl. Ich habe ihn noch nie so wütend gesehen. Laber mich nicht voll, ich denke, ich soll mich beeilen. Geistiges Gift abgeschlossen. Begonnen ein einfältiger... Ein einfältiger Halunke.
Mercer, erzähl mir was. Ah, da hast seid du ihr. Krasse ja. Augen. Ich habe meine Kontakte zu den Informationen befragt, die ihr aus Gut Goldenglanz beschafft habt. Aber mit diesem Symbol kann niemand etwas anfangen. Ich habe dieselbe Markierung bei der Honigbräu-Brauerei gefunden. Offenbar versucht unser Gegenspieler, uns indirekt aufzureiben, indem er Maven Schwarzdorn verärgert. Hm. Sehr gerissen. Bewundert ihr sie? Sie verfügen über umfangreiche Mittel und bleiben seit Jahren unerkannt. Ich bin beeindruckt, dass sie es so weit geschafft haben. Verwechselt meine Bewunderung aber nicht mit Nachlässigkeit. Unser Erzfeind wird teuer bezahlen. Wie lassen wir sie dafür bezahlen? Weil sie, trotz all ihres Prahlens und Planens, einen Fehler gemacht haben. Das Pergament, das ihr besorgt habt, erwähnt einen Gajolai. Laut meinen Quellen ist das ein alter Deckname eines unserer Kontaktmänner. Sein wirklicher Name ist Gulum Ai. Gulum? Ein schleimiger Dreckskerl. Wo soll ich anfangen? Gulum Ai ist unser Maulwurf bei der Ostkaiserlichen Handelsgesellschaft in Einsamkeit. Ah ja. Ich wette, dass er beim Verkauf von Gut Goldenglanz als Mittelsmann beteiligt war und dass er uns zu unserem Käufer führen kann. Okay. Geht da raus, macht ihm Druck und schaut, was ihr herausfinden könnt. Wenn ihr Fragen habt, solltet ihr vor der Abreise noch mit Brynjolf reden. Optional spricht mit Brynjolf. Ja, klar. Na klar, ist er immer noch... Da vorne steht er rum. Brynjolf. Ich kann gar nicht glauben, dass Gulum Ai in all das verwickelt ist. Dieser Argonia könnte seinen Schwanz nicht mit beiden Händen finden. Versteht mich nicht falsch. Er könnte einem Bettler den letzten Septim abnehmen. Aber der Allerhellste ist er nicht. Der denkt, er wird Probleme machen? Er ist eine der stursten Echsen, die ich je getroffen habe. Das wird keine leichte Aufgabe. Und wie bekomme ich ihn zum Reden? Ihr müsst ihn bestechen. Nur so bekommt ihr seine Aufmerksamkeit. Wenn das nicht funktioniert, folgt ihm und seht, was er macht. Wie ich Gulum Ai kenne, wächst ihm alles über den Kopf. Das könnt ihr als Druckmittel benutzen. Verrat oder nicht, ich lasse ihn am Leben. Gut, dass ihr unsere Methoden verinnerlicht. Es wäre schlecht, einen Kontakt in der Ostkaiserlichen Handelsgesellschaft zu verlieren, bevor wir die ganze Geschichte kennen. Ah, danach ist cool. Bleibt Gulum Ai einfach auf den Fersen, dann wird er irgendwann einen Fehler begehen. Okay, meint ihr, Gulum Ai wird mir Ärger machen? Es gibt Diebe und es gibt Gulum Ai. Kein Anstand, keine Ehre. Er könnte euch die Hand schütteln und gleichzeitig in den Rücken stechen. Sein für die Gilde bestimmter Anteil ist in letzter Zeit zurückgegangen. Er sagt, das Geschäft laufe nicht, aber ich bin mir sicher, dass er lügt. Behaltet ihn im Auge. Er ist gerissen. Okay, wieso ist Gulum Ai ein Gewinn für die Gilde? Gulum Ai arbeitet im Lagerhaus der Ostkaiserlichen Handelsgesellschaft. Er beschäftigt sich mit allen Waren, die nach Einsamkeit kommen und von dort verschifft werden. Der perfekte Spion oder Das heißt, Hilfe. Er hat bei den besten Waren aus Himmelsrand quasi freie Hand. Er ist kein Gildenmitglied, zahlt uns aber einen Anteil für alles, was er aus dem Lagerhaus abzweigt. Okay. Ostkaiserliche Handelsgesellschaft, was ist das? Eine Handelsgruppe, die Häfen überall in Tamriel errichtet hat. Sie sagt der Verschiffungsbranche, wo es lang geht. Angeblich unterstützt sie der Kaiser selbst und das bedeutet, dass ihre Mittel unbegrenzt sind. Also bringt sie nicht gegen euch auf. Okay. Wenn ich Informationen von Gulum Ai erhalte, was dann? Kommt sofort zur Gilde zurück und bringt Mercer die Informationen. Das hat höchste Priorität. Wenn ihr entdeckt, dass Gulum Ai mehr Beute versteckt, als er behauptet, könnte diese Information auch recht nützlich sein. Okay. Viel Glück in Einsamkeit. Lasst Gulum Ai am Leben, aber erinnert ihn daran, wer wir sind. Okay. Dann raus hier, dann reisen wir jetzt noch nach Einsamkeit und werden uns beim nächsten Mal auf die Suche nach Gulum Ai begeben und dann mal schauen, was diese Quest noch so mit sich bringt.
Einmal in der Diagonalen durch Himmelsrand. Schwupp. Ja, die Diebesgilden-Quest bis jetzt, also wir haben ja nur die eine noch gemacht, aber wenn wir auf gut Goldenglanz schon ein bisschen besser geskillt wären, dann wäre auch das gut verlaufen. Und dann macht das schon Laune. Ich habe ja so unglaublich Gefallen an dem Schleichcharakter gefunden. Der Kampfmagier hat mir auch Spaß gemacht, so ist es nicht, aber der Schleichcharakter macht schon ein bisschen mehr Spaß. Offenbar haben wir Gullumai gefunden, und zwar im zwinkernden Skiver. Das trifft sich prächtig, da müssen wir nicht lange suchen. Dann gehen wir beim nächsten Mal einfach in den zwinkernden Skiver und schauen mal, was er uns zu sagen hat. Bisher sage ich danke fürs Zuschauen, hoffe, es hat euch gefallen und ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.